Hallo? Warnung, Warnung! Wenn Sie das nukleare Testgebiet betreten haben, sind Sie eine dumme Nuss. Jetzt, jetzt, jetzt! Die 1940er waren langweilig. Hast du das Obst? Nein, aber dafür habe ich noch was viel Besseres. Wer lebt in einem hohlen Pappkopf im Meer? Also, ihr Süßen, Zeit fürs Bett. Oh Mann. Na los, Söhnchen. Der hohle Pappkopf wird auch morgen früh noch hier sein. Ab in die Federn, Kleine. Schlafenszeit! Nacht. Wünscht euch was von den Sternen. Nachtlicht? Oh, entschuldige. Frühstück! Ich komme, Frühstück! Leute, ich habe ein gewaltiges Hüngerchen in meinem Bäuchelchen. Hey, wollt ihr nicht essen? Das darf wohl nicht wahr sein. Entschuldigung? Du musst dich nicht entschuldigen, Schatz. Du brauchst das, um zu wachsen, mein Sohn. Wie ist ein großer Junge? Ich bin ein großer Junge. Ja, und ich bin auch längst nicht satt. Weißt du, Clint, wir sind seit nunmehr 12 Jahren Moderatoren dieser Parade. Aber ich habe noch nie gesehen, wie der eine Paradeballon einen anderen gefressen hat. Das ist kein Ballon, das ist ein übermäßig großer Junge. Laute Geräusche! Absolut hirnlose Unterhaltung in Reinform. Extrablatt, alles, was Sie wissen müssen. Militär zur Jagd auf das rosa Monster abkommandiert. Was? Echt? Extrablatt, Extrablatt, es geht uns gut. Wieso bleibt die Spielzeuge nicht da, wo ich euch hinlege? Feuer! Cool, Rollschuhe. Wer ist ein großer Junge? Wer ist ein großer Junge? Oh, ich bin ein großer Junge! Hot Dog! Hey, wo ist denn bitte schön der Senf? Achtung, Senftrupp! Senfmarsch! Könnte würziger sein. Dabei hatte ich's mir da drin endlich bequem gemacht. Und ich sollte gerade verdaut werden. Sauglocke! Danke! Oh, hurra! Yeah! Hurra! Ja! Ja! Wer ist ein geschrumpfter Junge? Ich bin ein geschrumpfter Junge! Und wir sehen uns dann nächstes Mal bei der Patrick-Show! Oh, jetzt darf ich Patrick Schlag! In Natura sieht die Anlage noch viel besser aus. Gut, meine Lieben, lasst uns abstimmen, was wir zuerst machen. Ja, Papa, ganz toll. Ich werde ab hier übernehmen. Hört mal her, Leute. Bevor der Spaß losgeht, Opa Pat, du übernimmst den Kofferraum. Patrick, du gehst mit Tinkel auf die Toilette. Squidina, du holst uns ein paar Snacks. Mama, Papa, ihr bleibt da, wo ich euch sehe. Große Orte können unheimlich sein. Wir treffen uns in 5 Minuten alle wieder hier. Oh!
Das hier ist keine Badeanstalt, sondern eine Bootswaschanlage. Das ist unsere Maxime. Hey, ihr Rohlinge, habt ihr das kapiert? Jetzt wird Minigolf gespielt. Ab auf den Platz. Euer Vater und ich werden uns beim Wellness entspannen, während ihr mit Opa Pat spielen geht. Ätherische Öle. Gut. So, ihr Anfänger. Soll ich euch jetzt mal zeigen, wie ein professioneller Golfschwung geht? Ja. Seht gut hin und lernt etwas. Zack und bumm. Ihr müsst so lange weiter schwingen, bis euer Ball in einem Loch landet. Zack und zack und zack. Oh, das war wirklich entspannend. Was für ein wunderschöner Urlaubssonnenuntergang. Hey, lieber Herr Maskottchen, wollen Sie mit uns den Sonnenuntergang ansehen? Ich will, dass Ihr Störenfriede sofort von meiner Tankstelle verschwindet. Oder ich ziehe euch eure hübschen Gesichter ab. Das ist unsere Maxime. Gut, meine Augen zuerst. Essen ist fertig. Das ist nicht unsere Maxime. Patricks Zeitmaschinenraum. Ich bin gut in der Zeit mit Staubsaugen. Ich könnte eine Pause vertragen. Na, vielleicht noch ein kleines Abenteuer vor unserem Filmabend, ja? Soll ich? Oh, wieso nicht? Paris im 18. Jahrhundert kenne ich schon. Na, dieser Ort sieht doch eindeutig barbarisch aus. Ein Abenteuer, bei dem es auch was zu putzen gibt. Los geht's. Oh, diese trockene Hitze mag ich. Eine attraktive Attraktion, die ich sehr attraktiv finde. Wie viel kostet hier der Eintritt? Er kostet dich vielleicht dein Leben. Was für eine komische Rüstung trägst du denn da? Oh, dieses alte Ding hier, das habe ich nur mal so zusammengenäht. Eine hübsche Rüstung, so weich und atmungsaktiv. Ich fühle mich ganz leicht. Und man kann sie einfach so in der Maschine waschen. Wollten Sie nicht da reingehen? Eigentlich wollte ich den Juwelenschatz von dem Staubdämon da drin klauen, aber jetzt will ich nur noch tanzen. Und tanzen und tanzen. Was, ein Juwelenschatz? Ein Abenteuer. Der Nächste. Oh.
Oh, gibt es denn hier niemanden, der mal Staub wischt? Wie das glitzert! Ach, dafür ist das Ding also da! Ja, es ist ein Aufsatz, mit dem man auch in den Couchritzen Staub saugen kann, damit die sauber werden. Moment mal, Sie sind der Staubdämon. Woher wissen Sie so viel über Saubermachen? Augenblick mal, Sie haben einen Putzfimmel. Ich weiß, was man gegen eine zwanghafte Putzstörung tun kann. Ein Flugkati? Geben Sie das zurück, oder? Oder was? Oh nein, das wagen Sie nicht, mein Herr! Ich bin vorhin in Pupi getreten. Das Gute ist, mein Staubsauger ist gleichzeitig ein Powerschrubber. Ja! Check das mal aus! Tada! Putzteufelin! Bei Neptuns Besen! Ja! Nee, schnappen Sie nicht. Nein, 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 nein! Hey, wo ist unser Papa? Hier. Schüttelt ihn einfach aus. Es geht ihm gut. Ah. Danke für das Abenteuer. Ab zum Filmabend. Was seht ihr euch denn da an? Einen total kitschigen Barbarenfilm. Ich hab gesagt, dass sie warten sollen. Okay. In Club Nordanien hängen alle Regale 10 Meter hoch, weil, ich weiß es leider auch nicht. Alle Club Nordanischen Jungs müssen den Regalmast bezwingen. Wir nennen das Spladab. Die Holzgegenstände auf dem Regal kommen hier in die dafür passenden Löcher, in den Tisch. Das machst du, ohne den Mast zu verlassen. Unterstützt wirst du nur von dem Masthalter. Na schön, es geht los. Steck es in das runde Loch. Das runde Loch hier im Tisch, Junge. Und los, Sohn. Sanft und langsam. Sanft und langsam. Du lernst jetzt das ordentliche Zusammenlegen und Hissen der klopnodanischen Fahne. Das nennen wir Gatuff. Das ist keine Fahne, das ist eine Tischdecke. Und da sind sogar noch Senfflecken drauf. Nein, nein, nein. Ist ja gut, es ist eine Fahne. Genau so legen wir sie zusammen. Ihr knüllt sie zusammen und hisst sie dann? Sie hat sich entknüllt. Sowas von Respekt, Bloss. Ja. Schwesti! Ich bin so froh, dass es vorbei ist, Bruderherz. Es war so grauenvoll. Gott sei Dank müssen wir das nicht noch einmal machen. Und jetzt wird es Zeit, dass ihr es noch einmal macht. Ihr zeigt uns all das, was ihr gelernt habt. Beim traditionellen klopnodanischen Volkstanz. Das nennen wir der Holzschabeng. Vorhang auf!
Kannst du das auch hören? Die Gärten hier sind voll mit Klumpen. Gutes glaubt nur Daniel. Die Gärten hier sind voll mit Klumpen. Gutes glaubt nur Daniel. Freunde! Überhaupt nicht cool! Klopp mich weg von hier! Schwitze, Sohn! Du musst jetzt schwitzen! Für das gute alte Klopp-Nodanien! Gib Log, Patrick! Gib endlich Log! Ich will doch, aber alle gucken mich an! Klopnodanische Leute und Leute aus Klopnodanien. Mein Sohn würde so gern für euch alle schwitzen. Aber der Junge ist schwitzscheu. Also, wenn es nicht zu viel verlangt wäre, könnte der Junge etwas Privatsphäre haben, während er schwitzt? Ginge das? Windbeutel auf den Boden, Klopnodanier! Jetzt seid ihr meine Gefangenen! Hahaha! Nach tausenden von Jahren habe ich endlich meine Rache! Hahaha! Seefliege! Ich ergebe mich! Dieses Jahr will ich ihr etwas schenken, das richtig Spaß macht! Was hat sie noch immer zu mir gesagt? Nichts macht mehr Spaß als der Rummelplatz. Danke, Mama. Aber gern doch, Schätzchen. Oh, ein Mistelzweig. Mama! Cool, riecht nach seltsamen Leuten. Ein bärtiger Kugelfisch? Heftig! Schwammkrabbenzwillinge? Was? Fidschi Meerjungfrau? Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Mama hatte recht. Das ist ein spaßiger Ort. Aber ich weiß immer noch nicht, was sie sich zu Weihnachten wünscht. Der tätowierte Fisch? Ich schenke Mama einfach ein neues Tattoo zu Weihnachten. Oh! Pause! Au! An so ein Tattoo zu kommen, tut ja echt weh! Oh, wir stehen hier unter einem Mistelzweig. Wie kannst du es nur wagen? Wer hat sich was gewagt? Hallöchen, süßes Ding! Du siehst wie das perfekte Geschenk für Squidina aus. Und du ersparst mir noch eine Reise. Ich hab sie, Auchi. Ich hab ein Geschenk für jeden Einzelnen auf meiner Liste. Jetzt müssen die Geschenke nur noch unter den Pfahl. Am nächsten Morgen. Ich hoffe, euch gefallen eure Geschenke. Das da ist ein elektrischer Rasierer aus der Zukunft, Papa. Wow!
Na, das nenne ich mal eine Rasur. Danke, mein Sohn. Ach, hoffentlich ist es nicht wieder eine angeknabberte Kerze. Oh, ein Dinosaurier-Ei. Ich habe, seitdem ich ein kleiner Höhlenjunge war, kein Pterodactylus-Omelett mehr gehabt. Danke, Enkelsohn, danke. Oh. Ah. Weck mich an Silvester auf. Frohe Weihnachten, Mama! Ein neues Tattoo! Woher wusstest du das? Ich liebe dein Geschenk, Bruderherz. Ich nenne ihn Maurice. Ich habe ihm schon ein paar Tricks gezeigt. Was ich noch nicht so richtig verstehe, ist, wo du das Geld her hast, mit dem du uns diese ganzen extravaganten Weihnachtsgeschenke kaufen konntest. Ja, oder? Was ist Geld? Der Junge hier hat meinen Laserphaser. Und er hat mein Tattoo geklaut. Er geklaut Ei. Bist du an die Geschenke gekommen? Und wir wollen sie zurück! Na, frohe Feiertage, Zeitreisende! Ihr kommt rechtzeitig, um eure Geschenke auszupacken! Geschenke? Für uns? Oh, aber das war doch überhaupt nicht nötig! Feuer? Das habe ich mir wirklich schon immer gewünscht! Danke, Patrick! Wenigstens wissen die meine durchdachten Geschenke zu schätzen! Patrick steht unter einem Mistelzweig! Bleib bloß weg von mir! Bitte bleib weg! Patrick, aber wenn dich doch keiner küssen soll, setz keine Mistelzweigmütze mehr auf! Ha! Und ich dachte, es liegt an meiner Schönheit! Danke, Schwesti! Zeit für ein Foto! Und jetzt alle frohe Weihnachten! In Club Nordanien ist es Tradition, dass nur die Frauen aus dem Volk Seefliegen klatschen dürfen. Der Grund dafür wurde leider vergessen. Wir nennen diese Praktik Freundzap. Man benötigt Geschick und Kunstfertigkeit. Seht alle zu! Jetzt bist du dran! Aber ihr habt schon alle Fliegen zerklatscht! Du schaffst das, Liebes! Feinsap! 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 In Club Nordanien hängen alle Regale 10 Meter hoch, weil, ich weiß es leider auch nicht. Alle Club Nordanischen Jungs müssen den Regalmast bezwingen. Wir nennen das Spladab. Die Holzgegenstände auf dem Regal kommen hier in die dafür passenden Löcher, in den Tisch. Das machst du, ohne den Mast zu verlassen. Unterstützt wirst du nur von dem Masthalter. Na schön, es geht los. Steck es in das runde Loch. Das runde Loch hier im Tisch, Junge. Und los, Sohn. Sanft und langsam. Sanft und langsam. Und wie war ich so? Wow, ich wusste nicht mal, dass es ein quadratisches Loch gibt. Und den nächsten Gegenstand. Jetzt den Stern. Gut so, Patrick. Einfach... Ich kann ihn nicht mehr halten. Ich springe ab! Splatter!
Du lernst jetzt das ordentliche Zusammenlegen und Hissen der klopnodanischen Fahne. Das nennen wir Gartuff. Das ist keine Fahne, das ist eine Tischdecke. Und da sind sogar noch Senfflecken drauf. Nein, nein, nein. Ist ja gut, es ist eine Fahne. Genau so legen wir sie zusammen. Ihr knüllt sie zusammen und hisst sie dann? Sie hat sich entknüllt. Schwitze, Sohn. Du musst jetzt schwitzen. Für das gute alte Club Nordanien. Gib Log, Patrick. Gib endlich Log. Ich will doch, aber alle gucken mich an. Klopnodanische Leute und Leute aus Klopnodanien. Mein Sohn würde so gern für euch alle schwitzen. Aber der Junge ist schwitzscheu. Also, wenn es nicht zu viel verlangt wäre, könnte der Junge etwas Privatsphäre haben, während er schwitzt? Ginge das? Wow, was für ein gesplockter Tag. Ich führe sie lieber Gassi, als sie zu zerklatschen. Wie kann ich das wieder abstellen? Sohn, es ist jetzt endlich an der Zeit, dir etwas Wundervolles zu zeigen. Achselhöhlenkorken. Geisterlieferung! Diese beiden degenerierten Seelen werden euch garantiert aus den Socken gruseln! Aus meinen Socken nicht! Ja, aber nur, wenn uns beiden auch danach ist. War nur ein kleiner Scherz. Kommt schon, Jungs, ihr wollt mich doch nicht bloßstellen, oder? Oh, du hast deinen Hut fallen lassen, Holly. Keine Sorge, ich werde ihn für dich aufheben. Willkommen im Haus der Stars, meine Herren. Und seid ihr bereit, uns das Fürchten zu lehren? Ja, wie auch immer. Wo sollen wir denn anfangen? Mama ist oben und Papa ist in der Küche. Alles klar, verstanden. Dann machen wir uns mal an die Arbeit. Ein Schreck kommt sofort. In unserem Haus spukt es. Nanu, spinne ich? Was ist denn hier auf einmal los? Mein Sandwich! Du bleibst hier! Mein Sandwich, du bleibst hier, du! Du! Hey! Und jetzt machen wir es scharf! Das ist das beste Sandwich, das ich jemals hatte! Ist das Zeug zu alt? Ich hoffe, der andere Geist ist gruseliger als du, Niete. Diese Geister sind lahm. Wie soll man eine Gruselshow machen ohne Grusel? Dieser Geizhals wird mir schon noch geben, was er mir schuldet. Ob er es nun glaubt oder nicht. Entschuldige, Kleiner, wir haben es versucht, aber deine Familie ist einfach zu blöde, um erschreckt zu werden.
sagte der miserabelste Geist, den ich jemals gesehen habe. Ich könnte Leute besser erschrecken als du. Ach ja? Ich wette, du kannst nicht mal den Typen da erschrecken. Oh, das kann ich also nicht, hä? Gut, dann pass jetzt auf. Ich wette, da steckt jede Menge Kleingeld in der Couch. Aha, ich glaube, ich habe soeben einen Geldsack gefunden. Was zum... Nein, das gehört dir nicht. Hey, das gehört mir! Was? Damit können wir nicht mithalten. Dieser Typ ist das Grauen in Person. Okay, die Gruselhaus-Show hat sich erledigt. Wir brauchen eine neue Show-Idee, sofort. Ihr beide seid grausam und abstoßend. Also machen wir mit euch eine Umstyling-Show. Ja! Wir nehmen zwei hässliche Gestalten und verwandeln sie in Schönheiten. Und voilà! Ihr seid zum Sterben schön. Was ist denn das? Wie siehst du denn aus? Ja! Hä? Umbringen wollte ich sie doch nicht. Aber das kommt gut im Fernsehen. Danke. Perla, du füllst jetzt die 30 Sekunden, während sich Patrick ein neues Kostüm anzieht. Okay, vielleicht auch 45 Sekunden. Ladies and Gentlemen, jetzt mit ihrem großen Debüt in der Patrick-Show. Eure Perla! Erzählen von meinem Schicksal. Was für ein Fang! Wenn mir nichts gelingt, dann kann ich nur von meiner Wahlqual singen. Mein Lied ist traurig, so gar nicht fröhlich. Mir geht es schlecht, ich bin geschwächt, fühl mich erbärmlich. Wird alles peinlich, sing dieses Lied ich. Ein Lied für diese schwere Zeit, so unglücklich und voller Leid. Puh, das ist mein Mädchen. Du willst meine Sachen haben? Hey, Krabs, das nächste Spiel heißt Fang das Klavier auf. Doppelt oder nichts. Ein Schuss ins Seelied, fall in den Schneelied. Ein Ich bin pleite, voller Kummer, schäm mich so Lied. Eins auf die Nase Lied, lande im Matschlied. Hopp oder Top, das war ein Flop, ich hab versagt Lied. Sie ist entmutigt, genau. Sieht man das nicht? Schau, schau. Sie wollte euch doch nur erfreuen, jetzt fühlt sie sich, als müsste sie speien. Wenn du fertig bist und einen Flunsch ziehst und gerade keinem, der dich kennt, auch nur begegnen willst, quält dich die Seelenpein und du willst weit weg sein. Dann sag nicht nein, atme tief ein, mach dich nicht klein, sing einfach dein Wahlqualit. Vielen Dank. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Yeah.
habe ich wohl eingeschlagen wie eine Bombe. Oh, was für ein katastrophales Ende. Oh ja! Perla, mein Mädchen, du warst fantastisch. Ich wusste nicht, dass du so eine Stimme hast. Mein Lied hat dir wirklich gefallen, Daddy? Jede Sekunde davon, bis ich dann plötzlich vom Klavier pulverisiert wurde. Herzlichen Glückwunsch, Perla. Du bist ein Star. Ja, du solltest morgen wieder in unsere Show kommen. Wir rufen dich einfach an, wenn das Set wieder aufgebaut ist. Kann's kaum erwarten. Noch eine Runde, Krabs. Doppelt oder nicht? Ja.